Also zunächst mal eine Verständnisfrage. Also die Kanzlerin ist gegen eine passive Grenzsicherung, also Mauern und Zäune, aber ist für eine aktive Grenzsicherung, ja? Also mit bewaffneten Polizisten oder Soldaten oder Schäferhunden. Kann man sie so richtig verstehen? Ich kann ehrlich gesagt mit dieser Unterscheidung, die Sie da anbringen, überhaupt nichts anfangen. Mit einer passiven und aktiven Grenzsicherung? Ja, in diesem Zusammenhang kann ich damit nichts anfangen. Die Bundeskanzlerin hat sich zu Grenzen sehr klar geäußert. Wir kontrollieren die Grenze. Wir haben Grenzkontrollen temporär wieder eingeführt. Das war eine richtige und wichtige Entscheidung. Sie hat dennoch auch gesagt in zahlreichen Interviews, dass die Lösung für Deutschland nicht darin liegen kann, dass wir uns generell und total entlang der Grenze abschotten, was schon rein faktisch gar nicht möglich wäre. Die Lösung für die derzeitige Flüchtlingskrise liegt nicht in wie auch immer langen Zäunen entlang der deutschen Grenze. Es geht nicht nur um die deutsche Grenze. Es geht das um ist die ansonsten EU ein lang. Sie möchte keine Mauern und Zäune auch an der EU-Außengrenze, aber wenn da Soldaten mit Waffen und mit Schäferhunden patrouillieren, dann ist das für die Kanzlerin okay. Ich weiß nicht, ob Patrouille mit Schäferhunden auf der Ägäis beispielsweise besonders erfolgversprechend ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ein Ziel der Bundesregierung ist, wie auch aller anderen europäischen Staaten, das können Sie in zahlreichen Schlussfolgerungen europäischer Räte nachlesen, die Kontrolle der EU-Außengrenzen wieder zu verstärken, besser zum Funktionieren zu bringen. Das ist richtig.